Was geht ab, meine lieben Freunde? Matthias meldet sich nun wieder zu Wort und bestätigt, dass sein Ritual bzw. seine Trauerphase nun abgeschlossen sei und er sich nun wieder langsam an das öffentliche Leben herantastet. Dabei will er sich vor allem in der Anfangszeit nicht provozieren lassen und aus Respekt vor Amino will er sich aus Beefs heraushalten. Sein Fokus wird dabei zunächst nur auf Instagram liegen, bis sein Streamingkeller fertig gebaut ist. Mich würde aber eure Meinung interessieren. Freut ihr euch, dass Matthias nun endlich zurück ist? Schreibt es in die Kommentare. Peace out. Jo Leute, ich will mich seit 2 Monaten erstmal Mal bewusst zu Wort. Bewusst bedeutet nicht durch gezwungene Kindereien im Hintergrund. Und jetzt sind die 2 Monate vorbei. Ich sagte am Anfang, dass ich habe das Trauerphase genannt. Nennen wir es jetzt Ritual für die dümmeren Leute von euch. 2 Monate nichts Kommerzielles machen werde oder Wirtschaftliches. Aus Respekt und Ehre zu Amino. Aber ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, weil ich habe gemerkt, nur 2% der Menschen haben mein Mindset. 97% der Menschen sind, 98% der Menschen sind Spastis. Und wenn man denen sowas sagt, denken die, ach nee, das ist ein Zeichen der Schwäche. Ach, niemals macht der 2. Pause nur aus Ehre. Ach nee, das ist wieder eine Ausrede. Ach nee, ach die. Deswegen, ich habe auch gar keine große Lust mehr, mit euch darüber zu reden. Ich habe auch, ich habe auch überlegt, ob ich so ein, Video drehe, wo ich drüber rede. Also, für mich, um ihn zu Ehren zu halten, aber ich dachte, versteht dann auch wieder keiner. Wird auch wieder jeder als komisch sehen. Deswegen mache ich es einfach so, dass ich jetzt die Tage hier einfach Instagram ganz smooth starte. Ich mache keine Beefs, weil das mache ich für mich, weil wenn ich jetzt so wieder aktiv werde, ne, Comeback zu nennen wäre ein bisschen episch, dann werden viele Augen auf mich geschützt sein und dieses Spotlight gebe ich nur mir, Sekplus und Amino und nicht irgendwelchen Pissen, die mich in der Zeit geärgert haben. Aber diese Leute werde ich alle natürlich zu gegebener Zeit richten. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn es soweit ist. 1. Oktober hoffe ich, dass ich mein Amino-Tattoo hier auf dem rechten Unterarm fertig habe. Das ist für mich das wichtigste Ritual. Dann ist das für mich so abgeschlossen, dass ich so, nicht abgeschlossen, der Schmerz wird immer bleiben und so, das ist natürlich klar, aber für mich ist dann so mein Ritual ist abgeschlossen. Das ist auf meinem Arm, das ist immer bei mir. Für mich ist das ein sehr wichtiger Prozess und weil ich halt einen Ehrenkodex habe, den halt nur 2% von euch wahrscheinlich verstehen. Die anderen 97% von euch werden jetzt mir raten, eine Therapie, 98% wieder mal, werden mir jetzt raten, eine Therapie zu gehen. Und die anderen 2% von euch, die wissen, was Ehre, Loyalität und Respekt bedeutet. Und das ist jetzt meine einzige Erklärungsstory dazu. Mehr sage ich auch nicht. Ab morgen werde ich einfach ganz normal wieder Instagram machen. Ich mache aber nur Instagram. Ich mache keinen YouTube, glaube ich, weil YouTube baue ich einen Streamingkeller um. Da kommt dasselbe Logo, was auf meinen Arm kommt von Amino, kommt auch in den Streamingkeller. Auch da wird Amino in Ehren gehalten. Und ganz ehrlich, zum Abschluss noch, weil ich bin nicht so fake wie die 98% der Menschen, die ich meine. Ich wollte eigentlich heute glücklich auch wieder starten. Ich bin seit einer Woche so ein bisschen, dass ich das so mit mir vereinbaren kann. Dass ich das positiv sehen kann, dass ich Amino in positiver Erinnerung halten kann. Und genau heute an dem Tag, wo ich dachte, ich gehe wieder vor die Kamera, war es dann nochmal ganz ekelhaft irgendwie. Wahrscheinlich automatisch so. Ein unbewusster Konflikt, der so, der dir sagt, okay, du hast mit der Sache so, du hast ja so eine Brücke gebaut in deinem Kopf, damit klarzukommen. Und dann an dem Tag, wo du vor Kamera lachen sollst, hast halt keinen Bock zu lachen, so, ne? Aber das ist ja auch, macht ja auch Matthias Clemens aus. Ich bin zu 100% real. Ich lüge nicht. Ich muss nichts verdrehen. Ich nutze nichts aus. Ich mache jetzt auch keinen inszenierten Beef nach dieser Phase. Das ist auch der Grund, wieso ich keinen Beef mache, ist die zwei Gründe. Ich würde auf Amino spucken, weil jetzt alle Augen auf mich gerichtet werden und so ein Beef wird so inszeniert wirken. Ich muss jetzt nichts inszenieren. Ich bin einfach wieder aktiv, mache meine Arbeit und gucke, dass ich den Plus nach vorne bringe. Weil das ist ja auch den Hund in Ehren halten. Ne? So, die 2 Monate waren mir sehr wichtig. Die waren sehr lange. Die ersten 4 bis 5 Wochen habe ich auch wirklich gebraucht. Da hätte ich auch nicht arbeiten wollen können. Danach habe ich mich ein bisschen gequält, weil
mit nichts tun quält man sich. Wenn man halt nichts tut, dann fickt man auch seinen Kopf. Gut, ich war halt in Cafés und so unterwegs den ganzen Tag, aber ich habe halt nichts Produktives getan. Und dann quält man sich so ein bisschen und ich freue mich jetzt eigentlich auch wieder so anzufangen. Ich bin dann auch sehr müde, muss ich sagen. Aber heute bin ich sehr müde. Aber ich werde jetzt wieder so langsam reinsliden und aber ich sag euch, ich werde gerade in den ersten vier Wochen werde ich vier paar Livestreams machen. Ich werde mich auf keinerlei Beef triggern lassen. Egal von wem. Nicht von irgendwelchen Katzen oder Komplexen oder irgendwelchen Psychopathen, die falsche Heilaussagen machen. Nicht von irgendwelchen Leuten, die meiner Meinung nach nicht in Deutschland produzieren. Und auch nicht von irgendwelchen Telefonrambos, die am Ende immer in Hose kacken. Ne? Also die ganzen Leute wissen, wer gemeint ist. Ich habe mich von keinem dieser Leute provozieren lassen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so im Modus, dass ich mich im Hintergrund provozieren lassen kann. Also braucht auch diese Filme nicht mehr anzufangen, damit eure schwule Politik. Geben mir alle einfach nicht auf den Sack. Aber ich werde jetzt auch nicht für jeden erreichbar sein. Wenn irgendeiner was will, soll er Furt anrufen. Ich mache jetzt mal so ein Jahr Arbeit nach.